Hallöchen, Freunde, herzlich willkommen zurück bei ARK PlayStation 4. Als allererstes möchte ich mal einen Gruß und ein Dankeschön an die Community senden, die es ermöglicht hat, diesen 100-Mann-Server, ja, soll ich sagen, zu finanzieren und bereitzustellen. Denn ihr wisst ja, das ist großteils auf Spenden für den 100-Mann-Server gelaufen. Und ich habe noch einen großen Dank an die Trado, die es uns ermöglicht haben, noch einen 100-Mann-Server, einen Aberration-Server für uns bereitzustellen. Heute wird es eher darum gehen, dass wir einen Cluster-Server eingerichtet haben. Also das heißt, man kann von einer Map zur anderen springen. Gibt da bloß ein paar kleine Probleme momentan, denn unsere Server sind ja passwortgesichert. Wenn ihr wissen wollt, wie die Passwörter sind, unten in der Beschreibung ist unser Discord-Channel. Auf dem Discord-Channel unter allgemeinen Infos oder allgemeine News könnt ihr schauen, wie die Passwörter sind. Bei Passwortänderungen wisst ihr sofort Bescheid, bei Serverneustarts. Wenn ich sie denn selber neu starte, wird dort auch gepostet und natürlich sämtliche News. Wir haben ja jetzt einen zweiten Nitrado-Server und ich will euch jetzt heute mal zeigen, wie das mit dem Transfer funktioniert. Denn einige Dinge laufen noch nicht ganz so richtig. Das liegt aber nicht an Nitrado, es liegt eher am Spiel selber. Es gibt da so ein paar kleine Problemchen, auf die wollen wir heute mal ein bisschen eingehen. Ich bin jetzt hier momentan an einem Obi, könnt ihr natürlich an jeden normalen Drop, der vom Himmel kommt, könnt ihr das auch machen. Wenn wir zum Beispiel hier rangehen, wir haben jetzt zum Beispiel hier ARK-Daten, die wir transferieren können. Wir haben hier Kreaturen und ihr seht schon, neben mir steht ein Petri. Den könnte ich jetzt in der Theorie auch hochladen. Das Ding ist, wir müssen einmal den Sattel abnehmen. Ich sage euch nochmal Vorsicht, ne? Wenn ihr was auf Aberration hochladet, momentan haben wir das Problem, beide Server sind komplett gleich eingestellt, ne? Also beide haben den Upload und den Download drinne. Aber das Problem ist, auf dieser Map hier kann man nichts runterladen. Auf Aberration können wir hoch und runterladen, aber hier kann man nur den Charakter runterladen. Dazu kommen wir aber gleich, nicht, dass ihr in irgendeine Falle tappt und sagt, oh, mein Charakter ist weg. Ich zeige es euch jetzt erstmal, wie es jetzt bei uns funktioniert. So, wir haben hier den Obi. Wir können jetzt zum Beispiel, wir sagen mal, wir gehen auf ganz kurz auf ARK-Daten und ich schiebe mal ganz kurz den Sattel einmal rüber. Ihr seht schon, lade Items in den ARK, buff, die Items sind drinne für 23 Stunden. Problem ist, wenn ich es jetzt runterladen will, musste X gedrückt halten. Heute funktioniert's. Wahnsinn. Okay, heute funktioniert's. Gestern hat es nicht funktioniert. Deswegen kam auch gestern kein Video, weil ich das Ewigkeiten probiert habe. So, wir können jetzt mal den Petri hochladen. Wenn das jetzt auch funktioniert, ne, dann bin ich sowas von scheiß glücklich. Dann können wir jetzt hier viel sparen. Runterladen. Es funktioniert, Freunde. Ha! Ach, ich bin so glücklich. Okay. Einige Themen, die ich vorhin angesprochen habe, einmal vergessen, ne? Es funktioniert. So, wir haben den Petri hochgeladen, wir haben den Sattel hochgeladen und wir haben natürlich auch Kleidung an. Vorhin hat es geklappt, ich konnte die Kleidung sogar anbehalten, aber sicherheitshalber könnt ihr die natürlich auch hier rüberlegen und dann später wieder runterholen. So, die Kleidung ist jetzt erstmal völlig wurscht, ich hoffe, die behalten wir trotzdem. Wir können jetzt zum Beispiel zu einem anderen Server reisen. Jetzt kommt das kleine Problem. Wir klicken auf zu einem anderen Server reisen und jetzt sucht er ganz kurz und da werden natürlich unsere Cluster-Server rausgesucht. Warten wir ganz kurz. So, Freunde, hier ist unser Cluster-Server. Wenn ich jetzt drauf gehe, ihr seht schon, Cloud Aberration sind gerade 8 Leute drauf. So viele haben Aberration halt nicht, aber es liegt halt daran, Aberration gibt uns halt so eine kleine Vielfalt, sagen wir es so, in Bossen. Wir können dort halt sozusagen die restlichen Bosse klatschen, den Boss. Ich glaube, bis auf den Manticore müssten wir jetzt eigentlich mit The Island und Aberration alles haben. Ich weiß, viele haben gesagt, ja, mach doch Ragnarok. Wird aber, denke ich mal, in dem Sinne nicht viel bringen, weil wenn wir jetzt Ragnarok hätten und The Island, fehlen uns immer noch ein Haufen Engramme, die wir in Sachen Tech lernen können und natürlich auch andere Ausrüstung, die es in Aberration gibt und die es auf Ragnarok halt nicht gibt. Das ist mit einer der Gründe. Der nächste Grund ist eigentlich darin, ich weiß ganz genau, wie es ausgeht. Ich kenne es von Office-Servern. Wenn wir jetzt zum Beispiel Ragnarok hier drin hätten, würden alle auf Ragnarok rumwursteln und sich natürlich Wyvern besorgen und Griffins und die würden dann auf The Island kommen und hier einfach jeden einzelnen kleinen Mann komplett niedermachen. Und darauf habe ich ehrlich gesagt keinen Bock, weil momentan ist so schon viel gemeckert drin. Ah, die machen mich kaputt, die machen mich kaputt, die machen das. Es ist ein PvP-Server, da wird halt auch geradet. Aber ich will es mit Wyvern und sowas alles dann nicht noch übertreiben. Das wäre ein bisschen zu krass. So, jetzt sehen Sie, es könnt ihr jetzt zum Beispiel meinen Überlebenden hochladen. Moment. Und natürlich kommt dann erstmal die Passworteingabe. Das mit dem Passwort, ich gebe es mal ganz kurz ein. So, Passwort ist drinne. Und ich kann jetzt auf Annehmen drücken, wie ein Bekloppter. Ich kann da drauf drücken, hier, guckt. Das funktioniert nicht. Da ist irgendwie, keine Ahnung, ist ein kleines Problem. Aber das sollte nicht das Schlimmste sein. Wir können zum Beispiel auf
Abbrechen drücken. Jetzt nicht wundern, ich habe mein Zeug, was ich hier gerade habe, über Commands eingegeben. Ne? Nicht wundern, dass jetzt gleich eine Command-Zeile kommt. So. Wir können jetzt zum Beispiel unten auf Abbrechen zum Beispiel drücken und ihr seht, der Charakter ist nicht mehr da, ihr könnt euch nicht bewegen, gar nichts. Ist nicht so schlimm, einfach ins Hauptmenü nochmal gehen. Ihr seht schon oben, ich habe die Fellrüstung, die ich eben anhatte, habe ercheatet. Deswegen ist es mir wurscht, ob ich sie verliere oder nicht. Es gilt jetzt alles nur zu Demonstrationszwecken. So, wir gehen mal zurück ins Hauptmenü und können dann hier zum Beispiel auf unseren Aberration-Server einmal draufgehen. So, und ihr seht gerade, ich habe hier zwar schon einen Charakter, aber ich kann jetzt meinen anderen Charakter, den ich gerade hochgeladen habe, einmal herunterladen. Wenn die Grafik es zulässt. Gut. Charakter ist jetzt sozusagen runtergeladen, kann jetzt einfach als Überlebender spawnen. Und ihr seht schon, Übertragung, Charakter, runterladen. Das dauert ein paar Sekunden. Und wir sind auf dem Server. Und ich guck mal ganz kurz. Wir haben unsere Ausrüstung noch an. Also das heißt, was ihr anhabt und was ihr in den Taschen habt, wird komplett mit übertragen. Und ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr jetzt hier auf Aberration seid, ich guck mal ganz kurz. Wir können jetzt hier zum Beispiel die Aberration Items zum Beispiel lernen und können sie dann auf The Island einsetzen. Das Problem ist zum Beispiel grüne Edelsteine und sowas alles, das gibt's ja bei uns, also auf The Island nicht. Deswegen müsst ihr euch hier das Material holen, um es dann drüben wieder zu nutzen. So, ich ziehe das trotzdem mal aus, das ist nämlich ganz schön warm hier drin mit dieser Jacke. Ich schmeiß das Zeug danach weg, keine Sorge. Das wäre ein bisschen kacke, wenn ich das gecheatete Lumpe hier behalte. Aber ihr seht, wir sind jetzt auf Aberration mit unserem Charakter und wir könnten jetzt in der Theorie auch unser Zeug hier herunterladen. Pass mal auf, zeige ich euch gleich. Wenn wir zum Beispiel hier so einen Beacon haben, können wir jetzt zum Beispiel da dran gehen und ihr seht auch oben schon unsere Ark-Daten. So, hier ist dann zum Beispiel der Sattel von unserem Petri, die können wir jetzt hier auch runterladen. Und bei Kreaturen sehen wir unten auch unseren anderen Petri, die können wir zum Beispiel auch mal runterladen. Warte. So, und jetzt haben wir zum Beispiel auf Aberration einen Petri. Ich weiß, dass einige sagen, oh, da gehören gar keine Petris rein und sowas. Aber ich finde es eigentlich ganz praktisch, weil eigentlich soll Aberration für mich sozusagen, weil es auch nicht so allzu viele haben, mehr als eine Art Farmwelt gelten. Ich weiß, viele sagen, okay, Aberration ist doch so geil, die bleiben lieber hier als auf The Island. Kann ja jeder machen, wie er Bock hat. Aber man sollte auch schon mal einige Vorzüge haben, gerade weil Aberration trotz des Updates noch sehr viele kleine Probleme hat. Und deswegen finde ich eigentlich gar nicht so schlimm, wenn man hier seine Petris dazu hat. Solange es nicht irgendwelche Wyvern und so sind, finde ich eigentlich gar nicht so schlimm. Natürlich könnte man sich hier auch einen Rock Drake besorgen und den hochladen. So, Freunde, wir haben jetzt hier einen Rock Drake Level 1, ne? Und natürlich unseren Petri. Können das Zeug natürlich auch wieder komplett hochladen. Das machen wir mal ganz kurz ohne Sattel. Ist ja völlig wurscht erstmal. So, Petri hochladen und den Rock Drake hochladen. Ich mache das jetzt zum ersten Mal. Also, gestern hat es alles nicht geklappt. Vielleicht klappt es heute. Und keine Sorge, alle Tiere und alle Items werden im Ende des Videos zerstört. Ich zeig's euch dann auch nochmal. So, wir gehen mal zu einem anderen Server reisen. Habe ich die beiden hochgeladen? Ja, gut, die beiden Taschen, egal, die Sattel, die kriegt man sonst wo überall wieder her. Wir laden uns nochmal hoch. Und er wird jetzt gleich wieder den anderen Server anzeigen. Aber ihr wisst ja, das funktioniert nicht so ganz. Okay, jetzt hat er gar keinen Server gefunden. So, jetzt hat er den Server gefunden. Und der Server ist wieder knackvoll, also werde ich da wieder nicht drauf kommen. Jetzt muss ich wieder ein kleines bisschen Geduld haben. Ich kann jetzt zum Beispiel wieder auf Überlebenden, ja, betreten, draufklicken. Passwort und so, das wird nicht funktionieren. Deswegen am besten gleich abbrechen drücken und wieder zurück ins Hauptmenü. Jetzt wird es wieder Ewigkeiten dauern, bis ich auf meinen eigenen Server drauf komme, weil der Server wieder knackvoll ist. So, Freunde, wir sind zurück und wir können unseren Überlebenden wieder spawnen. Übertragene Charakter wird heruntergeladen und wäre bis meine Hose weg. Okay, wir sind wieder da. Alles gut und schön. Wenn wir jetzt zum Beispiel, ich gehe mal hinten zu dem Loot Drop. Ist gerade dunkel, sorry, der seht ihr recht wenig. Und hinten kommt gerade ein Drop runter und ich will mal gucken, ob wir den Rock Drake jetzt runterladen können. Gestern, wie gesagt, hat es nicht geklappt. Da ist eine fette Base. Okay, da will ich jetzt nicht hin. Wir gehen einfach mal, ja, ich schwimme mal da vorne schnell rüber. Ich kürze das für euch, keine Sorge. Ihr müsst jetzt nicht mich beobachten, wie ich jetzt bis darüber laufe. Ah, so, Freunde, halb gefressen und halbe Lebensenergie runter.
Seit wann kommt denn hier ein Drop genau auf das Ding runter? Na gut. Wir gucken mal, ob es geklappt hat. Einmal hier ran an das Ding. So, Lord Obelisk. Wir gucken mal. Kreaturen. Jetzt bin ich gespannt. Es funktioniert, Freunde. Es funktioniert. Wir können jetzt hier Rockbreaks und das ganze andere Gedöns einmal herunterladen. Ihr seht, wir haben einen Rockdrake auf The Island. Und so funktionieren halt die Cluster-Server. Ich meine, ein Rockdrake, der kann nicht wirklich fliegen. Der gleitet immer nur ein paar Stücke. Und der ist, denke ich mal, keine so eine große Belastung für einen Server. Hat Pflichten da hinten. Das meint Petri? Warum fliegst denn du da hinten drüber? Bist du bescheuert? So, Kill. Der war nämlich auch nicht von mir. Einmal Petri wegmachen. Du bist eigentlich eh sinnlos mit Level 1. Warte mal, ich hab eine lustige Idee, ne? Ich habe eine richtig lustige Idee. So. Wer es findet, darf es behalten. Ich lasse den jetzt hier stehen. In circa 7 Stunden. Ja, innerhalb der nächsten 7 Stunden kann den sich einer holen. Wenn dieses Video rauskommt, sind die 7 Stunden schon vorbei. Also, ne? Kommt da wirklich Zufall drauf an, wer den jetzt findet. Na gut, ich mache jetzt hier Feierabend. Wie gesagt, das ist Level 1, ne? Den kannst du auf Level 20 hochtrainieren, da ist der immer noch scheiße. Ich mache jetzt hier erstmal Feierabend. Ich wollte euch nur mal ein bisschen informieren, wie das jetzt hier abläuft. Für die Leute, die auf dem Server sind. Wie gesagt, schaut in die Videoinfo, da ist noch was zu Nitrado und natürlich auch unser Discord-Link. Ich hoffe, ich konnte euch ein kleines bisschen behilflich sein. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Ciao.